Romeo und Julia, Charles und Diana oder Barbie und Ken. Sind wir ehrlich, die Geschichten dieser bekannten Pärchen sind doch todlangweilig. Viel spannender sind doch mysteriöse Beziehungen, verborgene Techtelmechtel und legendenumrankte Amoren. Wir haben drei rätselhafte Romanzen für euch zusammengefasst. Bis heute gehört Alexander von Makedonien zu den faszinierendsten Figuren der Weltgeschichte. Er ist ein bedeutender König und einer der erfolgreichsten Feldherren aller Zeiten. Seine Erfolge auf dem Schlachtfeld bringen ihm den Beinamen der Große ein. Er schafft ein gigantisches Imperium, das vom Mittelmeer bis an die Grenzen der damals bekannten Welt reicht. Das sogenannte Alexanderreich. Historiker interessieren sich aber auch für das bis heute rätselhafte Liebesleben des Eroberers. Aber beginnen wir von vorne. Alexanders Vater ist König von Makedonien und ernennt den Sohn früh zum Mitregenten. Nachdem sein Vater 336 vor Christus ermordet wird, tritt Alexander mit 20 Jahren die Thronfolge an. Kurz darauf macht er sich auf, das Persische Reich zu erobern. Er gilt als genialer Militärstratege. In der legendären Schlacht bei Issos gelingt es Alexander und seinen Männern, die zahlenmäßig eigentlich überlegenen Truppen von Perserkönig Dareios III. Zu besiegen. Rund 32.000 Kilometer legen er und seine Truppen auf ihren Feldzügen zurück, die sie bis nach Indien führen. Ein erfolgreicher Eroberer ist Alexander aber nicht nur auf dem Schlachtfeld. 327 vor Christus nimmt er die baktrische Prinzessin Roxane zur Frau. Doch nach makedonischer Königssitte ist für ihn Polygamie erlaubt, was auch aus politischen Gründen ganz praktisch ist. Auf dem Rückweg von Indien kommt Alexander in die persische Metropole Susa. Dort veranstaltet er eine fünftägige Heiratszeremonie, die sogenannte Massenhochzeit von Susa. 80 seiner Gefolgsleute schließen Ehen mit vornehmen Perserinnen und auch Alexander selbst heiratet zwei persische Prinzessinnen. Er will damit den Frieden zwischen Persern und Griechen festigen. Daneben gibt es aber noch eine zweite, weitaus geheimnisvollere Liebesgeschichte, so munkelt man. Antike Quellen sagen dem makedonischen Feldherrn nämlich eine erotisch-sexuelle Beziehung zu seinem Jugendfreund Hephaistion nach. Hephaistion wird ungefähr um 360 vor Christus geboren, ist damit nur etwas älter als Alexander. Seine Familie zählt zum makedonischen Adel. Schon als Kind gehört er zum engsten Freundeskreis des Thronfolgers und bleibt an seiner Seite. Beim Feldzug gegen die Perser 334 vor Christus gehört Hephaistion zu den Leibwächtern des Königs. 10 Jahre später ernennt Alexander seinen Freund sogar zum Oberkommandierenden der königlichen Leibgarde mit weitreichenden Befugnissen. Bis zu Hephaistions Tod bleiben die Männer verbunden. Nur wie eng? Ist es eine eher ideelle Beziehung? Historiker vermuten, dass die griechische Mythologie Vorbild für die Freundschaft der beiden Männer sein könnte. Alexander sieht sich als Sohn der Götter und eifert in seiner Jugend dem mythischen Helden Achilleus nach. Den verbindet eine enge Beziehung mit Patroklos, mit dem er laut Erzählung Krieg und Bett teilt. So ein sagenhaftes Verhältnis will Alexander möglicherweise auch mit Hephaistion haben. Antike Quellen aber bezeichnen Alexander und Hephaistion explizit als Liebhaber und Geliebter. Auch viele moderne Forscher halten die Theorie einer Beziehung zwischen Feldherr und General durchaus für plausibel. Im antiken Griechenland ist Homosexualität zumindest toleriert, Knabenliebe zwischen Männern und Jugendlichen sogar gesellschaftlich akzeptiert. Ob der Weltherrscher Alexander der Große homosexuell war, ist trotzdem umstritten. Die Wahrheit ist wohl eher, der Feldherr konnte und wollte sie alle haben. Ehefrauen, Konkubinen, Eunuchen und Männer. Die genauen Umstände seiner Beziehung zu Hephaistion bleiben bis heute rätselhaft. Sie
Sie sind das wohl berühmteste Gangsterpaar der US-Kriminalgeschichte. Die Rede ist von Bonnie und Clyde. Ihr Leben auf der Flucht bis heute ein Mythos. Frei, wild und reich an Legenden. Ihre Liebe beginnt im Januar 1930. Ein Jahr zuvor hat der Börsencrash an der New Yorker Wall Street Amerika in eine schwere Wirtschaftskrise gestürzt. Millionen verlieren ihren Job. Unter ihnen auch die 19-jährige Kellnerin Bonnie Parker. Sie lernt den Kleinkriminellen Clyde Barrow kennen. Die beiden verlieben sich sofort und werden, obwohl Bonnie schon verheiratet ist, ein Paar. Aber das junge Glück wird schnell getrennt. Der 21-jährige Clyde muss wegen Diebstahls ins Gefängnis. Bonnie hilft ihm zwar auszubrechen, aber die beiden werden schnell wieder geschnappt. Einen anderen Weg, als kriminell zu werden, kennen die beiden nicht. Zumal Millionen auf Arbeitssuche sind. 1932, nach Clydes Entlassung, nimmt ihre Gangsterkarriere Fahrt auf. Mit Raubüberfällen und Diebstählen hält sich das Gangsterpärchen und seine Gang finanziell über Wasser und sind dementsprechend ständig auf der Flucht. 2 Jahre liefern sie sich mit der amerikanischen Polizei ein Katz-und-Maus-Spiel. Am Ende sucht sie die Polizei wegen mehr als 100 Straftaten. Mord, Entführung, Bank- und andere Raubüberfälle, Autodiebstähle. Die abenteuerliche Flucht fesselt die Menschen. Bald verfolgt ganz Amerika die blutige Odyssee von Texas über Oklahoma, Arkansas, Missouri, Iowa und Minnesota bis zurück nach Louisiana. Die Zeitungen schmücken ihre Taten mit schrillen, fiktiven Details aus. Ihre Fotos schmücken über Monate die Titelseiten aller amerikanischen Zeitungen und verwandeln die flüchtigen Verbrecher in Idole. Und das, obwohl sie jeden erschießen, der sich ihnen in den Weg stellt. Insgesamt töten sie auf ihrer Flucht 13 Menschen. Das Outlaw-Pärchen übt auf viele Menschen eine geradezu rätselhafte Faszination aus, obwohl die beiden nüchtern betrachtet äußerst gewalttätige Kleinkriminelle sind. Ein Faktor für ihre Popularität: die Wirtschaftskrise. Dass Bonnie und Clyde mit ihren Überfällen den Banken eins auswischen, weckt Sympathien. Dass sie auch noch ein Liebespaar sind, gibt dem Ganzen zusätzlich einen romantischen Touch. Und auch das FBI arbeitet im Nachhinein daran, die Kleinganoven als gefährliches Duo darzustellen. Lässt sich doch so der eigene Fahndungserfolg besser verkaufen. Den vermelden die Behörden am 23. Mai 1934. It is all over. The ends of law and justice have been served. Auf dem Highway 154 in der Nähe von Sales lockt eine Truppe von Fahndern die Ganoven in einen Hinterhalt. Über 100 Schuss feuern die Fahnder auf den Ford V8 ab. 43 davon treffen das Räuberpärchen. Bonnie und Clyde sterben im Kugelhagel. Zurück in seiner Heimatstadt geben Tausende dem Leichnam von Clyde Barrow das letzte Geleit. Filme, Bücher und sogar ein Broadway-Musical glorifizieren die Liebe des Gangsterpärchens aus armen Verhältnissen. Dabei hat die Romanze in Wirklichkeit wenig Rätselhaftes. Die beiden sind vor allem eines: ein paar Verbrecher. Ihr Leben ist ein Mythos und gibt bis heute Rätsel auf. Kaiserin Elisabeth, besser bekannt als Sisi. Liebe, Leidenschaft, Glück und Familiensinn, so kennen wir die romantische Verbindung zwischen Kaiser Franz und seiner Sisi seit Generationen. Am 24. April 1854 heiratet das Paar in der Wiener Augustinerkirche. Doch mit der Herz-Schmerz-Romantik aus den Romy-Schneider-Filmen hat die Ehe von Franz Josef und Elisabeth wenig zu tun. Im Gegenteil, man unterstellt Sisi sogar einen Liebhaber. Gerücht oder Wahrheit? Elisabeth fühlt sich eingeengt im höfischen Korsett des Wiener Hofs. Hier herrscht strenges Protokoll und jeder ihrer Schritte wird genauestens beobachtet. Sie erkennt, ihre einzige Pflicht ist es, einen Thronfolger zur Welt zu bringen. Schon 2 Wochen nach ihrer Hochzeit schreibt Sisi: Ich bin erwacht in einem Kerker und Fesseln sind an meiner Hand.
Sie fängt an zu kränkeln, zieht sich aus dem öffentlichen Leben zurück. Vom kaiserlichen Hof flieht sie, so oft es nur geht, reist alleine monatelang zur Kur nach Madeira oder Korfu. Aus Staatsgeschäften hält sich die Kaiserin weitgehend heraus. Nur für ein politisches Thema interessiert sie sich. Sie bewundert den Kampf der Ungarn für ihre Freiheit, lernt sogar die ungarische Sprache. Diese Schwärmerei für die temperamentvollen Magyaren aber nährt Gerüchte über ihr Liebesleben. Im Fokus der ungarische Graf Gyula Andrassy. Wegen seiner Beteiligung an der ungarischen Revolution 1848 wird er zunächst ins Exil verbannt. Nach seiner Begnadigung 1857 lernt ihn Elisabeth bei einer Audienz kennen. Die beiden verstehen sich sofort. Elisabeth versucht, zwischen Ungarn und Österreich zu vermitteln. Und tatsächlich gibt Franz Josef dem Drängen Sissis irgendwann nach. Ich werde ihn mir anhören und ihm fest auf den Zahn fühlen. Lass du dich deswegen nicht weiter auf ihn ein. Elisabeths Einwirken hat Erfolg. Der Ausgleich mit Ungarn schafft 1867 die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. Er teilt die Monarchie in zwei gleichberechtigte Reichshälften. Staatsoberhaupt wird in Personalunion der Kaiser von Österreich Franz Josef, der am 8. Juni 1867 auch zum König von Ungarn gekrönt wird. Der Kontakt zwischen Elisabeth und Andrassy reißt danach aber nicht ab. Im Gegenteil. Der Graf wird zu Sissis engstem Freund und persönlichem Berater bis zu seinem Tod im Februar 1890. Er gibt Elisabeth das Gefühl, nicht nur Ungarns, sondern auch Österreichs Retterin zu sein. Es dauert nicht lange und ihm und der Kaiserin wird eine Affäre unterstellt. Und als im April 1868 Elisabeths Tochter Marie Valerie auf die Welt kommt, bezweifeln manche am Wiener Hofe sogar die Vaterschaft von Franz Josef. Ob die Gerüchte über eine Liebschaft wahr sind oder nicht, darüber streiten die Sissi-Experten bis heute. Für die einen ist die Romanze zwischen der österreichischen Kaiserin und dem ungarischen Adeligen ein offenes Geheimnis. Die anderen behaupten, ein Seitensprung sei nicht möglich gewesen, weil der Graf fortwährend unter Beobachtung gestanden habe. Außerdem habe Sissi kein Interesse an sexuellen Kontakten gehabt. Elisabeth soll selbst einmal gesagt haben, ja, das war eine treue Freundschaft und sie war nicht durch Liebe vergiftet. Aber wer weiß? Fazit: Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle, wusste schon Albert Einstein. Welche Romanzen findet ihr besonders rätselhaft? Lust auf noch mehr mysteriöse Geschichte? Dann abonniert diesen Kanal.